COFA konkret. Personalwissen zum Durchstarten. Herzlich willkommen. Das ist das erste COFA konkret im neuen Jahr. Und eines kann ich Ihnen jetzt schon mal versprechen. Der Montag wird auch weiterhin der Tag sein, an dem Sie hier bei uns Wissen zum Mitnehmen und direkt Anwenden an die Hand bekommen. Diesmal fangen wir ganz vorne an, nämlich bei der Unternehmensgründung. Sich mit einer genialen Geschäftsidee erfolgreich selbstständig zu machen, ist die eine Sache. Mit ihr auch erfolgreich zu bleiben, eine andere. Geht der Businessplan nämlich auf und die Umsätze steigen, ist das in der Konsequenz im Normalfall auch mit deutlich mehr Arbeit verbunden. Wer da nicht aufpasst, ist irgendwann nicht nur sein eigener Unternehmer, sondern auch selbst und ständig. Auf Dauer drückt das die Motivation. Außerdem können Sie möglicherweise auch noch mehr Fachexpertise brauchen. Na gut, das könnte also der Moment sein, in dem Sie Ihre ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen. Wie Sie erfolgreich ein Team aufbauen, das hören Sie jetzt. Die erste Frage, die Sie sich stellen sollten, heißt: Welche Aufgaben kann ich delegieren? Muss ich das also wirklich selbst machen oder kann das nicht auch jemand anderes für mich übernehmen? Um das herauszufinden, hilft es mal zu schauen, welche Dinge nicht zwingend von Ihnen übernommen werden müssen. Grundsätzlich gilt, und das kann beim Finden dieser To-Dos helfen, lieber operative Aufgaben abgeben als strategische. Wer Personal hat, muss es auch verwalten. Damit können und müssen sich aber nicht ganz alleine auskennen, denn dafür gibt es Steuerbüros. Die haben das Fachwissen und sie haben auch immer im Blick, falls sich zum Beispiel an der Höhe der Beiträge oder an den gesetzlichen Grundlagen oder Pflichten etwas ändert. Ja, ganz kostenlos bekommen Sie das nicht. Natürlich kostet ein Steuerbüro Geld. Das ist allerdings gut investiert, wenn Sie sich mal überlegen, dass Sie so eine große Aufgabe weniger selbst erledigen müssen. Außerdem hält es mögliche rechtliche oder finanzielle Schäden von Ihnen fern, weil Sie es vielleicht selbst einfach nicht besser wussten. Gerade bei kleineren Unternehmen muss die Chemie zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stimmen. Gehen Sie also strategisch vor. Machen Sie sich vorher Gedanken, wer zu Ihrem Unternehmen passen könnte. Dabei sollten Sie ehrlich sein und versuchen, sich den künftigen Arbeitstag mit dem möglichen neuen Mitarbeitenden vorzustellen. Und was Sie auch nicht vergessen sollten, lassen Sie sich rechtlich beraten. Arbeitsverträge, Vereinbarungen, da kann man ganz schön viel falsch machen. Investieren Sie lieber einmal Geld in eine anwaltliche Beratung, als dass Sie später in die Röhre gucken. Damit schützen Sie sich und Ihr künftiges Personal. Gerade am Anfang sind die Kassen eher halb leer als voll. Es macht deshalb Sinn, sich auf die Suche nach passenden Fördermitteln für Neueinstellungen zu machen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat speziell dafür eine Datenbank aufgebaut, über die Sie Fördermöglichkeiten für Ihr Unternehmen suchen können. Mit der finden Sie, je nach Förderbereich und Berechtigung, die passende Unterstützung. Vom Gründer zum Arbeitgeber. Dieser Schritt ist nicht immer leicht. Unsere Tipps werden Ihnen dabei helfen, dabei einen sicheren Weg zu gehen. Viel Erfolg beim Aufbau Ihres Teams und danke fürs Reinhören. Nächsten Montag gibt's die nächste Folge. Hören und direkt umsetzen. COFA konkret. Jeden Montag neu.